So, und willkommen zurück. Ich habe mal eben in die komplette Zoom geschaut, habe mich leider auch ein bisschen mehr gespoilert, als ich wollte. Die Folge wird ein bisschen kürzer, also so 10 Minuten ungefähr. So, ja. Ich könnte mich gerade selber schlagen, aber man sieht es ja schon bereits. Der flackernde Hintergrund da ist nicht, weil das Spiel irgendwie so programmiert wurde, dass dahinter von Anfang an sowas wäre. Nein! Das ist aus einem folgenden Grund da. Säge. Genau. Super, jetzt habe ich eine Stoßbank mit Durchreiche und eine Muskelzerrung. Ja, das ist mir egal, Cedric. Wir spannen Spot. Selbst wenn ich wollte. Spot ist viel zu klein. Den könnte ich dann niemals einspannen. Gut, da habe ich nicht richtig aufgepasst, aber ich weiß, dass wir ein paar Nägel ziehen müssen. Und vielleicht mit den Nägeln? Na dann wollen wir dem Patienten doch mal ein paar Zähne ziehen. Können wir jetzt an die Oliven? Keine Chance. Nein. Von hier. Okay. Jetzt haben wir Nägel. Können wir auf die Streckbank tun? Oder irgendwie mit Spot kombinieren? Damit könnte ich irgendetwas an die Streckbank pinnen. Aber was? Moment. Wir haben doch die Plattform von Spot. Ja, das könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm heraus operiert. So. Es tut mir natürlich leid, dass ich mich damit jetzt gespoilert habe. Aber ich dachte jetzt echt, der wäre weg, aber der ist nur dahinter geschoben. Das hätte man mir auch sagen können. Ich meine, es wäre eine nützliche Idee gewesen, einen Dialog noch einzubauen, der den dahinter... Ja, egal. Okay. Jetzt kann man da jetzt schon eine Zange? Spot? Die Idee ist gut, aber mit der Zange allein komme ich nicht tief genug in Spots Magen hinein. Dann nimm doch die Hand. Na, sieh mal einer an. Die Zange passt perfekt in seine Hand. Okay. Spot. Damit käme ich wohl weit genug in seinen Magen hinein. Aber wie soll ich dann die Zange bedienen? Mit dem Seil? Ich knote das Seil an die Zange. Dann kann ich die Knochenhand als Verlängerung benutzen und die Zange aus der Ferne bedienen. Okay. Na dann. Augen zu und durch. Das tut mir jetzt mehr weh als dir, Kumpel. Wobei, nicht unbedingt im wörtlichen Sinne. Nanu, wer sagt's denn? Der Flüsterstein. Endlich habe ich ihn wieder. Plotsch. Okay. Ah ne, Feuer. Okay, das heißt, wir haben eine Sache davon schon mal. Aber wie kommen wir jetzt an den restlichen? Und hier sind die Nägel. Die haben wir auch noch. Ich muss irgendwie an die Oliven kommen. Vielleicht den leeren Eimer umgestülpt da draufstellen? Ich brauche kein Loch im Eimer. Nein, aber... Ah, Cedric. Helf mir doch einfach mal. Okay, wir tun mal erst den Flüsterstein oben rein. So. Und so viel zum Thema, ich werde mich nie wieder spoilern. Passt, ich habe den Flüsterstein eingesetzt. Hervorragend! Wie bist du an ihn rangekommen? Das willst du gar nicht wissen. Dann will ich auch nicht gefragt haben. Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Planetensteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, ja? Na klar. Was? Da sind noch gar keine Farben. Grün, blau, gelb, rot, lila. Wie soll ich das denn? Woher weiß ich das denn?
Ich muss die bitte nicht irgendwie umstellen, oder? Das geht sowieso nicht. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Bernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Ornithus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Ornithus immer kleiner. Silenz ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Was? Ich werde... Moment, 5. Das ist jetzt tricky. Ach, Quatsch, ich gehe immer da rein, weil ich immer so skippen will, aber das geht dann nicht. So. Ich frage mich, ob die Anordnung da hinten was damit zu tun hat. Rot, lila, braun, gelb, grün. Aber braun war da oben nicht, oder da war blau. Ich schreibe mir das mal eben kurz auf. Moment. Memo. Komm schon, öffne dich. Thank you. Rot. Lila. Okay, wieder da. Sorry. Okay, hab mir die Farben notiert. Wir werden aber wahrscheinlich deine Message kriegen. Ich weiß immer noch nicht, wie wir in ihr Leben kommen sollen. Und die Folge wird doch 20 Minuten lang. Habe ich gerade beschlossen. Dann lasse ich die jetzt mal 20 Minuten lang, weil das Ende müsste nah sein. Also wie ich gerade von der Länge des Dokumentes gesehen habe, war das nicht mehr viel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch viel ist. So. Moment, worauf sollten wir nochmal achten? Aber woher soll ich wissen? Also ich meine, werden die in einer Reihe nur das gehen? Planetensystem anschauen. Das ist ganz schön beeindruckend. Ich muss zugeben, ich bin ernsthaft eingeschüchtert. Okay, was haben wir denn da noch? Mondornament. Diese Mondsichel ist ganz schön scharfkantig. Kann man das da irgendwie reinbasteln? Ich habe eine Sichel, ich habe Nägel, aber ich habe keinen Hammer. Hä? Wo habe ich denn eine Sichel? Oder meint ihr die? Aber die habe ich nicht. Die steckt da drin. Also sie ist da eingedingsbumst. Können wir das Teleskop benutzen? Darf ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Boah, frag doch nicht, mach einfach. Ah, da
bist du ja wieder. Bist du vorangekommen? Ich bringe schlechte Nachrichten. Nicht sehr originell in diesen Tagen. Aber was soll's? Schieß los. Mir wurde prophezeit, dass ich die Welt zerstöre. Die Askier planen einen Angriff. Spot hat den Flüsterstein gefressen, den wir ja wieder haben. Ich bin kein Held, nur ein unbegabter Clown. Ich könnte nach den ganzen Tag Probleme erleben. Mir wurde prophezeit, dass ich die Welt zerstöre. Und dann läufst du schnurstracks in die Schaltzentrale des Sonnensystems? Ich will dich ja nur ungern kritisieren. Aber das klingt nicht so, als hättest du vorher reiflich darüber nachgedacht. Ist mir egal. Die Askier planen einen Angriff. Dann müssen wir uns beeilen. Nur der König kann uns vor den Askiel schützen. Spot hat den Flüsterstein gefressen. Was sagst du da? Du weißt, wo der Flüsterstein ist? Ja, nur da. Mein Haustier hat ihn aufgefressen. Aber das darf doch nicht wahr sein. Wir brauchen den Stein, um das Gefüge von Raum und Zeit zu reparieren. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Ich hätte ihn lieber rechtzeitig füttern sollen. Dein Gejammere bringt uns auch nicht weiter. Lass dir besser was einfallen. Ich suche derweil schon mal mein Sitzierbesteck. Nicht nötig. Mir fällt schon noch was ein. Also das ist, da hätte man vielleicht noch ein bisschen testen sollen. Ich meine, im großen Ganzen ist der Spiegel okay. Aber sowas ist dann ja für Leute, die es sehr kritisieren, ein Thema. Aber mir macht das eigentlich nichts aus. Ich finde es eher lustig, wenn man die Sache schon hat, dass die sich dann noch darüber aufregen können. Ich bin kein Held, nur ein unbegabter Clown. Oh. Ein Clown, sagst du? Ja. Kein Held? Kein Prinz? Nein, ich nur ein Clown. Und nicht einmal ein besonders guter. Hast du wenigstens ein Muttermal? Oder eine auffällige Narbe? Nichts dergleichen. Tja, das ist wirklich schlecht. Ich könnte noch den ganzen Tag über Probleme reden. Es sieht in der Tat düster aus, mein Freund. Ich habe noch... Hast du... Aber es ist doch... Wo genau drückt? Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Steine angeordnet sein müssen. Die Steine entsprechen den Planeten unseres Sonnensystems. Amrius, Pornitus, Vernicus, Silens und Frobbel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. Ein Kinderspiel. Ich muss mir doch merken, wo die stehen. Nein, Mist! Ich versuch... Okay. Wer würde Cedric da nicht viel zu sagen? Dann wäre das kein Thema. Und jetzt habe ich mir... Nein, scheiße. Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Probel, aber kleiner als Avrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Probel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Ich denke, die Sonne ist das mittlere da unten. Was zur Hölle? Also ich schreibe es mir auch mal auf. Ich weiß nicht, ob man sich das merken muss. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Probel, aber kleiner als Avrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Probel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Tut mir leid, ich muss mir das ein paar Mal anhören. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Probel, aber kleiner als Avrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Probel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha.
Das dauert jetzt ein kleines bisschen, tut mir leid. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Aprius. Der mittlere Planet heißt Hornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Hornitus immer kleiner. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Boah, Hilfe, ich hoffe, ich komme da gleich zurecht mit meinen Notizen. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Aprius. Der mittlere Planet heißt Hornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Hornitus immer kleiner. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Okay, die zwei letzten Informationen brauche ich nochmal. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Aprius. Der mittlere Planet heißt Hornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Hornitus immer kleiner. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Okay, noch ein einziges Mal. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Aprius. Der mittlere Planet heißt Hornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Hornitus immer kleiner. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Nein, vom zweitgrößten war das, oder? Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Aprius. Der mittlere Planet heißt Hornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Hornitus immer kleiner. Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Okay. Wie ist der Liebe, wenn einfach Leute in mein Zimmer kommen? Naja. Also wenn sie einfach in mein Zimmer kommen, einfach meinen stören zu dürfen. Vielleicht sollte ich mir den Namen der Planeten auch noch aufschreiben. Also, die richtigen. Ich habe die jetzt abgekürzt. Ah, da bist du ja, bist du. Ich hab doch aber schon. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Steine angeordnet sein müssen. Die Steine entsprechen den Planeten unseres Sonnensystems. Aprius, Hornitus, Wernicus, Silenz und Frobel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. Ja, ein Kinderspiel. Ich weiß nicht. Aprius, Hornitus, Wernicus, Silenz und Frobel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. Ja, ein Kinderspiel. Warum muss ich mir die Namen aufschreiben? Es zählt ja eigentlich nur das. Also glaube ich. Ich habe noch. Nein, habe ich nicht. Ich will tun. Ich was? So. Der mittlere Planet ist. Ich höre mir das doch nochmal an. Ah, da bist du ja wieder. Bist du vorangekommen? Ich habe noch Fragen. Was für hast du etwa nicht? Doch, aber schon wogen.
Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Steine angeordnet sein müssen. Die Steine entsprechen den Planeten unseres Sonnensystems. Amrius, Pornitus, Vernicus, Silens und Frobbel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. Ja, ein Kinderspiel. So, die Folge ist jetzt vorbei. In der nächsten Folge gehen wir mal eben zurück ins Labor und überprüfen das, was ich gerade vermute. Bis gleich. Ciao.